Ich bin gerade von einem ziemlich aufgeregten Vierers angerufen worden. Der wollte nämlich eben sein Fahrrad aufschließen. Das ist umgekippt und hat dabei einen Kratzer in der Autotür gemacht. Eigentlich würde eine Haftpflichtversicherung sowas deckeln. Ich hoffe, dass er eine hat. Und worauf man genau bei Haftpflichtversicherungen achten muss, das kriegen wir jetzt zusammen raus. Meinem Kollegen Firas ist was ganz Blödes passiert. Für mich wäre jetzt wichtig, ist das ein Schaden, den seine Haftpflichtversicherung abdecken würde? Die Haftpflichtversicherung, also die private Haftpflicht, deckt das grundsätzlich ab. Und wir vertreten die Auffassung, dass man Versicherungen nur abschließen sollte, um existenzielle Risiken abzufedern. Mhm. Beispielsweise, wenn es um 4-5-stellige Summen geht. Daher braucht jeder eine private Haftpflichtversicherung. Denn sie ist eine der wichtigsten freiwilligen Versicherungen. Was ist eigentlich, wenn mein Kind oder mein Haustier was kaputt macht? Zahlt dann auch die Haftpflichtversicherung? Kleinere Haustiere sind in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert, also der Hamster, die Katze. Größere Tiere, Hund, Pferd, nicht. Dafür gibt es die Tierhalterhaftpflicht. Also ich bin dafür verantwortlich, für die Schäden, die diese Tiere auch anrichten. Aber was ist mit Kindern? Und wenn eben sowas oftmals dann passiert, dass die Scheibe beim Nachbarn einfällt durch einen Fußball oder sowas, mhm, sollte das man mit einschließen. Und auch für größere Schäden sollte man schauen, dass eben die normale Versicherungssumme auch die Haftung für die deliktsunfähigen Kinder mit umfasst. Was passiert, wenn ich einen Schaden verursache und nicht versichert bin? Dann ist es genau so, dass man möglicherweise diese 5 Millionen selber zahlen muss aus der eigenen Tasche. Wie hoch sollte die Versicherungssumme sein? Gut sind 3 Millionen Euro, besser 5 Millionen. Was mache ich, wenn ich einen Schaden verursacht habe? Also beim Schadenfall unverzüglich den Versicherer informieren. Natürlich zuallererst die Kommunikationsdaten vom Geschädigten, dass man sich austauscht. Super, vielen Dank. Dann weiß ich erstmal Bescheid und sag Firas auf jeden Fall, was er jetzt machen muss. Wunderbar. Dankeschön. Super. Wichtig ist, dass ihr in der für euch passenden Haftpflichtversicherung landet. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Tarife und da den richtigen zu finden, ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel müsst ihr darauf achten, dass die Versicherungssumme mindestens 5 Millionen Euro beträgt. Ihr müsst schauen, ob eure Kinder oder vielleicht Haustiere mitversichert sind oder ob die eine Extraversicherung brauchen. Genauso verhält es sich mit eurem Hobby. Vielleicht macht ihr irgendwas ganz Spannendes in der Freizeit und müsst schauen, ob das von eurer Haftpflichtversicherung mit abgedeckt wird oder nicht. Aber da berät euch auch gerne die Verbraucherzentrale, wenn ihr unsicher seid. Eines noch zum Schluss. Bitte lasst euch nichts andrehen. Bevor ihr irgendwas unterschreibt, immer noch mal jemanden checken lassen, der sich damit auskennt. Und ich kenne mich ja jetzt so ein bisschen aus, deshalb rufe ich jetzt Firas an und sage dem, was er machen muss. Bis dann.